wenn die Materialkosten und damit verbunden der Preis und damit verbunden Materialkosten nicht mengenabhängig sind, dann fallen die natürlich aus. Ne? Das geht zurück auf das Argument vorher. Hatten Sie in der Herleitung der Formel der Economic Order Quantity, wenn Sie die Gesamtkosten aufstellen und ableiten, dann haben Sie einen Teil, der ist halt im Fall mengenunabhängiger Materialkosten fix und fällt raus, nicht entscheidungsrelevant. Und wenn die Materialkosten vom Preis abhängen und der Preis von der Menge abhängt, dann sind wir natürlich beide kalt geworden. Und insofern ist es also klar, das ist ein Stück weit auch aus der Herleitung der Formel, was natürlich das Ergebnis war. Okay, was wird jetzt hier gemacht? Zwei Produkte, die unabhängig voneinander oder durch eine gemeinsame Bestellung geschaffen werden können. Im Produktfall spezifische Kosten SI an. Unabhängige bestellfixe Kosten in Höhe von S die Bestellung und ich habe für den unabhängigen Bezug natürlich die optimale gemeinsame Bestellhäufigkeit. Also dieses QI-Stamm ist natürlich nichts anderes als das, was ich schon kenne, das steht da oben auch schon, nur dass jetzt hier eben 2DIHI und dann oben mal S plus SI, wir haben hier in jedem Fall bestellfixe Kosten S plus die SI. Und bei der gemeinsamen Beschaffung haben wir hier die, diese gemeinsame Häufigkeit des Stands, die wir ja annehmen können. Und das heißt, wenn ich die gemeinsame Beschaffung, dann muss ich eine Synchron beschaffen mit der gleichen Häufigkeit, gleichen Frequenz, dann wenn das so rangeht. So, wann ist es, wann wäre es sinnvoll hier? Und wann, warum macht es, gut, wann ist es sinnvoll, die gemeinsam zu beschaffen? Ja, vielleicht, wenn die Produkte sehr ähnlich sind und die Produkte. Ja, okay, also ein bisschen genauer. Ein bisschen genauer, ja, bitte. Und dann die gleichen Einwegzeiten haben, sag ich mal, und die Bestellkosten dann sowieso aufgeteilt werden. Ja, also Sie haben natürlich recht, ist eine Kombination aus beidem. Also wenn die beiden Produkte relativ ähnliche Einwegzeiten haben, oder anders ausgedrückt, wenn die eine relativ ähnliche Bestellfrequenz aufweisen, das ist so die eine Sache, der eine Hinweis, dass sie wenn die eh schon relativ ähnlich bestellt haben, also im Extremfall, die haben die gleiche Häufigkeit, mit der sie die bestellen, dann können sie natürlich zusammen bestellen. Das ist so die Aussage. Also wenn diese Frequenzen relativ ähnlich sind, das ist okay. Und was ist mit den Kosten? Ja, bitte? Wenn die produktunabhängigen bestellfixen Kosten relativ hoch sind, dann lohnt sich das. Ja, relativ zu den produktabhängigen. Ne? Also wir haben hier zwei Fixkosten-Teile. Das eine ist irgendwie das S. S ist eben, wo wir